Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Zwei Weiter, dem Talk, der weiterbringt, Leben im Gespräch. Ja, Zwei Weiter. Ich bin so froh, dass ich nicht alleine moderiere, sondern dass meine wunderbare Kollegin Doro Wiebe wieder mit dabei ist. Vielen Dank, lieber Bernd Hock. Die Freude ist natürlich ganz meinerseits. Und gemeinsam freuen wir uns, dass Sie mit dabei sind, wenn wir über die großen Themen des Lebens sprechen, immer am zweiten Donnerstag im Monat um 22.20 Uhr hier auf dem Hauptchannel. Gerade noch haben Sie mit einem geliebten Menschen gescherzt, gelacht, geschmust. Und von einer Sekunde auf die nächste bricht dieser Mensch zusammen und ist tot. Können wir eine solche Situation überhaupt im Leben einmal verarbeiten? Um genau diese Frage geht es heute bei Zwei Weiter. Um den Verlust von geliebten Menschen und um das Gefühl danach, um Trauer. Und wie wertvoll, dass wir wieder zwei Gäste bei uns haben. Zum einen Frau Marion Klug. Ihr ist eine solche Situation, wie ich sie eben beschrieben habe, widerfahren. Und sie ist bereit, darüber zu berichten. Dafür sind wir sehr dankbar. Herzlich willkommen, Frau Klug. Danke. Und Gerhard Mern ist bei uns. Er ist Pastor in Lübeck und Trauerbegleiter. Herzlich willkommen auch Ihnen. Guten Tag. Zu Beginn erstmal, um das zu klären, die Frage, ein Trauerbegleiter, was macht der? Der lässt Menschen nicht alleine. Der begleitet sie in ihrer Not, Menschen, die einen Verlust erlitten haben, und ist bei ihnen. Begleiten heißt in Gesprächen oder was machen Sie? In Gesprächen, da zu sein, vor Ort zu sein, eben um den Menschen herum zu sein. Mhm. Frau Klug, ich habe in meiner Anmoderation schon erwähnt, dass Sie eine ähnliche Situation, wie ich sie beschrieben habe, erlebt haben. Was ist genau passiert und wie lange ist das jetzt her? Es ist 10 Jahre her nun. Mein Mann starb an einem plötzlichen Herzstillstand und ohne Ankündigung. Ich war bei ihm, ohne zu realisieren, was da eigentlich geschieht. Und das ging sehr, sehr schnell. Was heißt, Sie waren bei ihm? Was für eine Situation war das? Ich war in der Badewanne und er saß am Rand und wir haben uns unterhalten. Und er fiel auf einmal zurück und ich dachte, der macht Quatsch. Ist gar keine Zeit, Quatsch zu machen. Und dann realisierte ich, dass was passiert ist. Also ich hoffte erst auf einen Herzinfarkt oder Kreislaufstörung oder irgend sowas, aber mir war klar, jetzt passiert gerade. Sie haben sofort realisiert, es ist was Schlimmes, was jetzt passiert. Ja, ja. Wie haben Sie denn reagiert? Also erstmal habe ich geschrien und dann dachte ich, keine Panik, die Kinder sind ja da. Gott heilt mich jetzt. Also ich hab in dem Moment gedacht, Gott, jetzt passiert was, jetzt musst du mich halten. Ich wollte keine Panik um der Kinder willen. Ich hätte gern weitergeschrien, weil es war ernst. Aber ich dachte, nee, ich will das jetzt nicht. Und dann bin ich ganz schnell raus zum Telefon und wollte den Notarzt anrufen. Der ging nicht dran nach 3, 4 Malen. Und dann hatte ich so innerlich das Empfinden, geh schnell zurück, manchmal stirbt man schnell. Also das war keine akustische Stimme, aber es war ein Satz. Und dann ging ich zu ihm zurück. Und er lag leblos am Boden und schnaufte so schwer. Und ich hab nur gesagt, Alexander, hab keine Angst, du bist erlöst und ich liebe dich. Es war mir wichtig, dass er das hört. Und das hat er auch noch gehört? Ich denke, ja, ich hab's mehrmals gesagt. Also ich wollte, dass er das hört, egal was jetzt passiert. Und als ich es dann 3, 4, 5 Mal sagte, ich weiß nicht, es war mehrmals, dann hörte er auf mit diesem Atmen. Und sein Gesicht veränderte sich. Und dann bin ich ganz schnell zurück zum Telefon und dachte, sowas kann man doch nicht überleben. Also auch dieses Rotwerden und Anschwellen. Aber das ging sehr schnell. Also das war ein sehr, war kein kontrollierter Moment. Aber furchtbar schockierend, oder? Klar. Klar. Und er ist dann auch vor Eintreffen eines Arztes gestorben? Ja, gestorben. Also ich habe dann diesen Notarzt erreicht und habe dann schnell einen Rundruf gestartet zu Gemeindefreunden, zu unserem Pastor und habe gesagt, betet. Und die haben nur gesagt, irgendwas ist da komisch. Aber ich wusste ja selbst nicht was. Dann kam halt der Notarzt und sie versuchten Wiederbelebung mit Elektroschock. Und wir haben so einen ganz großen Spiegel, wovor es geschah. Ich konnte es also so beobachten. Aber es tat sich soweit nichts. Aber ich hatte ja auch die drei Kinder einen Stock tiefer. Haben die es denn dann mitbekommen? Nein, nein, genau das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, also das wäre ja ein Trauma fürs Leben. Mhm. Und habe dann schnell eine Freundin angerufen, gebeten zu kommen. Und die dürfen gucken, solange sie wollen. Und sie nicht hochzulassen. Und dann nahm der Notarzt ihn mit. Und dann war ich erst mal allein zu Hause.
Ja. Wann haben die Kinder erfahren, dass ihr Vater gestorben ist? Als wir nach Hause kamen. Als wir aus dem Krankenhaus kamen. Wie alt war ihr Mann? 39. Hm. Also ich habe dann zwei Freunde aus der Gemeinde angerufen, Pastor und seine Frau, auch Freunde unserer Familie. Und die kamen, wobei ich habe jetzt nicht gebeten, dass sie kommen. Ich habe eigentlich gebeten, dass sie beten. Aber sie kamen dann und sind mit mir ins Krankenhaus gefahren. Ich wäre da auch alleine hingefahren. Hm. Aber es war wohl gut, dass ich nicht fahren musste. Und als wir ankamen, mussten wir erst mal warten auf der Intensivstation. Ja. Und dann wurde gesagt, er hat es nicht überlebt. Aber das war schon gräulich. Also dieses Warten, diese unglaubliche Anspannung. Hm. Und ihr Mann war ja auch gar nicht krank vorher. Man konnte überhaupt nicht erwarten, dass sowas passiert. Nee, eigentlich nicht. Also er hatte eine Herzklappeninsuffizienz schon. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass das, also dass sowas dann geschehen kann. Es war ein kardiogener Schock. Mhm. Das kann tatsächlich immer passieren. Aber auf sowas ist man in der Regel nicht vorbereitet. Und Herr Mann, ist sowas besonders schlimm, wenn man eben nicht darauf vorbereitet ist? Das passiert immer wieder. Und man kann sich vielleicht schon im Leben darauf vorbereiten, als Angehöriger, als Betroffener selber. Aber wenn dann das Ereignis, wenn dann der Todesfall kommt, die Trennung kommt, dann trifft es jeden auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist ja, wie Sie es geschildert haben, ja sehr dramatisch gewesen. Mhm. Und ich fand auch schön, was Sie beschrieben haben, dass Sie mit Ihrem Mann gesprochen haben, dass Sie mit ihm gebetet haben, dass Sie ihm die Liebe gegeben haben. Und wir wissen eben heute, dass mit das letzte Organ, das seine Funktion einstellt, das Gehör ist. Mhm. Und von daher haben Sie Ihrem Mann einfach Nähe gegeben, Liebe gegeben und ja, das ist sehr nah und sehr schön, wie Sie es beschrieben haben. Das wusste ich gar nicht. Das höre ich jetzt das erste Mal. Also ich überlege oft, was jetzt schöner ist, so plötzlich zu sterben oder mit Ankündigung. Mein Vater starb dann später an, war eine plötzliche Diagnose, aber 3 Monate hatten wir zum Countdown. Mhm. Und ich überlege bis heute, was ist schöner? Also wie würde ich lieber sterben? Mit Ankündigung oder ganz plötzlich raus? Aber ich... Sie haben keine Antwort bisher? Nein, nein. Das wäre auch gerne noch mal eine Frage, die ich bei Ihnen noch mal nachfragen möchte. Gibt es da Unterschiede, gerade für Sie auch als Trauerbegleiter, wenn Sie jemanden begleiten, der sich über viele Monate, vielleicht Jahre vorbereiten konnte durch eine sehr schwere Erkrankung auf den Verlust des Partners? Gibt es da Unterschiede in dem Trauerprozess dann? Ja. Also gerade in dem Weg, der vielleicht bis zum Tode ist, das durch schwere Erkrankungen, durch welche Situation auch immer, Menschen wissen, der Tod wird kommen. Mhm. Und man spricht in dem Zusammenhang von der sogenannten antizipatorischen Trauer. Was heißt das? Dass die Trauer, dass ich vorweg schon die Trauer vorwegnehmen kann, was auch ein Vorbereitungsprozess ist. Ich weiß, dass jemand stirbt und kann eben mich als gesamter Mensch mit all meinem Sein schon darauf vorbereiten und diesen Weg gehen. Das heißt, dass da Planungen vorweggenommen werden, die Beerdigung, die Zeit, was danach kommt. Menschen, die sich verabschieden, dass sie vielleicht noch mal durch die Stadt, durchs Dorf gehen, ihr Haus bestellen, was man so auch sagt. Und diese Trauer kann auch unterschiedlich aussehen. Das war ja bei Ihnen nun alles nicht so. Es war ein immenser Schock. Können Sie überhaupt erinnern, wann Sie angefangen haben zu trauern? Also ich habe das mit den Trauerphasen erst Jahre später gehört. Mhm. Wobei ich rückblickend sagen kann, aha, das war bei mir auch. Vielleicht sprechen wir auch mal über die einzelnen Trauerphasen. Ich glaube, das ist ganz hilfreich für Leute, denen es vielleicht auch ähnlich geht. Die sagen, kann ich gar nichts mit anfangen. Und irgendwo hilft es vielleicht dann doch. Es gibt ja ein gängiges Modell, wo man sagt, es gibt 4 Phasen der Trauer. Ja. Das ist die erste Phase, die Schockphase. Ja. Was bedeutet die? Die Schockphase, da geht es erstmal darum, die Situation wahrzunehmen. Da ist das Ereignis. Was kommt jetzt? Und wie Sie es auch vorhin beschrieben haben, dass sie versucht haben, den Notarzt zu erreichen. Es wird manchmal auch beschrieben, dass Menschen dann auch gar nicht die einfachste Telefonnummer, die 112 oder 110, dass sie nicht mehr kennen. Das ist einfach ein Schock, der eintrifft. Ich bin wie mit dem Hammer getroffen. Und weiß da nicht mehr, wie ich handeln soll. Es sind dann irrationale Handlungen, die stattfinden. Das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und das trifft den Angehörigen unvermittelt. Und auch da die Reaktion. Es kann bei dem einen heftiger sein, dass er mehr psychisch auch reagiert, zurückgezogen reagiert. Andere reagieren panisch.
das ist von jedem Einzelnen, bei jedem Einzelnen verschieden. Mhm. Es gibt ja dann die kontrollierte Phase, die als nächstes kommt. Genau. Sie haben gesagt, Sie können sich gar nicht mehr so genau erinnern, wann die Trauer angefangen hat. Also ich hatte diese Weinkrämpfe und dieses Schluchzen und Weinen nicht. Wobei ich wollte vor den Kindern jetzt nicht so viel weinen. Es war eh so viel Weinerei. Das war so schrecklich, dass ich immer dachte, ich kann das den Kindern jetzt nicht auch noch aufdrücken. Wie also das, waren Ihre ich konnte 6, 8 und gerade 10 geworden. Ich konnte nicht schlafen. Also das war für mich, glaube ich, diese erste Schockphase. Mhm. Ich habe, als ich dann die Nächte wach war, habe ich versucht, sinnvolle Dinge zu tun und habe ganz viel geschrieben. Ich habe ganz viel geschrieben an das, was ich glaube und was ich bin oder was wir sind oder waren und was ich von Gott gehört habe, auch Bibelverse. Also ich hatte Angst, man kann ja auch kippen, man kann auch verrückt werden. Also das erschien mir alles gar nicht mehr unwahrscheinlich. Und so schrieb ich dann. Aber ich konnte nicht schlafen, das fand ich schrecklich. Also die Zeit bis zur Beerdigung, die war wirklich ein Horror. Es konnte man nicht ausschalten, dieses Hinüberdämmern in den Schlaf. Da dachte ich, das war wirklich furchtbar. Ich konnte auch nicht essen, es hat alles gleich geschmeckt. Also es waren so Dinge, auf die ich wirklich keinen Einfluss hatte. Mit dem Weinen, das ging. Es haben halt wahnsinnig viele andere geweint. Also Familie, Freunde, Kunden kamen. Und ich fand das sehr lieb, dieses Mitgefühl. Aber ich konnte das nicht so. Also es kam immer mal, aber ich merkte, wenn ich jetzt anfange, dann fangen die Fälle an zu schwimmen und das wollte ich um der Kinder willen so nicht. Und nach der Beerdigung, gut, die erste Zeit ist Ausnahmezustand von vorne bis hinten, ist nichts normal. Also Wochen und Monate, auch die ganzen behördlichen Dinge. Ja, und das erste Jahr, denkt man ja so, ist ein Trauerjahr. Nein, ich fand, es war ein Ausnahmezustand. Und viele von den Angehörigen, also auch von der Familie und den Freunden, die haben richtig getrauert und geweint und auch nicht lamentiert, aber die haben schon anders reagiert als ich. Sind die, die am nächsten betroffen sind, immer die, die vielleicht das weniger wie so ein Trauerprozess auch wahrnehmen, die nur spüren, ich kann jetzt nichts mehr essen, ich kann nicht mehr schlafen? Also trauert man kontrollierter, wenn man ein bisschen weiter distanziert ist? Ist die Frage, welche Bedeutung der Mensch für mich persönlich jetzt hat. Und das hängt eben auch von den erworbenen Möglichkeiten, wie ich mit Problemen, wie ich mit schwierigen Situationen in meinem Leben bisher umgegangen bin. Und da ist jedes Ereignis so eine Art Trainingsprozess für den Menschen. Und was Sie auch beschrieben haben, ist, ich musste Mutter sein. Es muss irgendwie weitergehen. Und ich kann jetzt nicht abschalten. Das ist einfach so ein mechanischer Ablauf. Ich funktioniere irgendwie. Und das haben Sie ja auch sehr, sehr deutlich beschrieben. Und dann auch so diesen Zeitraum beschrieben bis zur Beerdigung. Und das ist, wenn ich als Pastor zu Menschen gerufen werde, da ist ein Angehöriger verstorben. Und die Menschen scheinen mir dann kontrolliert, im wahrsten Sinne des Wortes. Es müssen die Ämtergänge geklärt werden. Es muss die Trauerfeier selbst vorbereitet werden. Der Sarg muss ausgesucht werden. Was alles da drumherum auch geschieht. Und da entwickeln Menschen enorme Kräfte, die dann auch auf den Zeitpunkt der Trauerfeier auch hinsteuern. Und dann kommt, was Sie auch beschrieben haben, der Absturz, das Chaos, das alles durcheinander gegangen ist. Dass man überblickt auch, was steht jetzt vor mir. Wobei ich das Gefühl habe, das kann man nicht ermessen. Also wenn man in dem Moment begreifen würde, was kommt, dann das wäre schlimm. Mhm. Es ist immer so ein dosiertes Begreifen. Und was man sieht, ist ja schlimm genug. Allein diese ganzen behördlichen Dinge, Da hat ja jeder eine andere Situation. Mhm. Aber man weiß schon, das wird noch schlimm. Jetzt mal ohne diesen Liebesverlust, also den Verlust des geliebten Menschen, alles, was damit zusammenhängt. Sie haben die Mitmenschen erwähnt, viele, die für Sie gebetet haben. Wie ist es aber auch, wie ist der Belastungsdruck auch durch Mitmenschen, die einem helfen wollen? Wie sind Sie damit umgegangen? Das ist eine interessante Frage, weil ich empfand, dass von all den Leuten, die auf einen zukommen, bei 9 von 10 packen sie eigentlich noch so ihr Päckchen mit drauf, ihre Trauer und all ihre Emotionen.
und alles, was eigentlich getröstet werden wollte. Und ich merkte, ich muss eigentlich jetzt Dinge klarstellen. Ich muss dann auch einen Trost zusprechen. Aber dass jemand in einer Art und Weise auf mich zugekommen ist, dass es mich getröstet hat, das war wirklich wenig. Also ich fand es total lieb, diese Anteilnahme. Aber die meisten können es wahrscheinlich auch einfach nicht. Es ist eine Unbeholfenheit da. Ja. Können Sie da einen Rat geben? Guter Rat ist immer teuer. Ja. Okay. Aber was Sie ja beschrieben haben, dass Sie für andere da gewesen sind, dass Sie für andere stellvertretend oder getrauert haben, dass andere, die jetzt dazu kamen, auch, dass Sie für diese Menschen dahingehend eine Hilfe waren, dass diese Menschen noch mal selber ihre Trauer durchleben konnten und dass die ihnen ihre Geschichten erzählt haben. Aber es ist doch eigentlich unfair, dass Sie das dann auch noch aufgeladen bekommen. Ja, das ist ja keine Absicht in dem Moment. Man spürt es nur. Ja. Mhm. Also gut gemeint ist noch lange nicht gut. Ja. Und das ist Menschen, die kommen wollten, was Gutes sagen, aber da habe ich doch auch das erlebt. Und dass diese Menschen mit ihren Problemen kommen. Das ist auch der Punkt in der Trauer. Es geht nicht in der Trauerbegleitung um Trost, sondern es geht darum, dass ich mit jemandem gleichzeitig bin, dass ich mit meinem Gegenüber, mit dem, der mir zum Du wird oder geworden ist, auch den Schmerz teile. Mhm. Und insofern gibt es in der Seelsorge einen Spruch, den die alten Seelsorger immer gerne hatten, auch Ratschläge sind Schläge. Ja. Und das stimmt. Ich als Begleiter, wenn ich zu jemandem hinkomme, mich zurücknehme und ganz bei meinem Gegenüber bin. Mhm. Und das, was ich erlebt habe, das tritt in den Hintergrund. Ja, das ist kostbar. Also, und auch aber das einfach mal zuzuhören und mal zu hören, was braucht dieser Mensch, der jetzt trauert. Jemand, der es aushält, ohne dass es dann um ihn geht. Also das ist schon ein echter Segen. Das kann man in guten Freundschaften und Beziehungen haben. Ja. Mhm. Aber normalerweise, denke ich mir, hat man das nicht. Und glauben Sie, Frau Klug, dass Sie das heute bei einer Freundin in Anführungszeichen professionell könnten? Oder dass auch Sie versucht wären, Ihre eigenen Erfahrungen? Nee, weil ich weiß ja, wie es einem da geht. Also da habe ich gemerkt, es gibt Momente, da ist es einfach, da geht es wirklich nicht um mich. Ja. Da geht es um den anderen. Und das ist dann wieder eine Wohltat. Das kann man auch an ganz Fremden machen, mit denen man jetzt nicht emotional verbunden ist. Auch jetzt nicht professionell, so wie Sie. Aber dass jemand mal aushält, wie man fühlt, ohne gleich trösten oder Ratschlag oder so, das haben die meisten Menschen nicht. Ja. Deswegen ist, was Sie sagen, ich wusste nicht, dass es damals so etwas Professionelles gibt. Ich war halt froh, dass ich es in der Gemeinde hatte, aber ich finde es wichtig, weil in der Regel steht man damit alleine. Wobei ja auch eine Phase kommt, zumindest in diesem Trauermodell, wo man dann auch gar nicht drüber sprechen möchte. Nach der Schockphase und der kontrollierten Phase spricht man ja von der Phase der Regression, also des Rückzugs. Mhm. Wie zeichnet sich die aus? Dass Menschen sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Ich will von niemandem und nichts etwas hören. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich will alleine trauern, vor mich alleine hinweinen. Und Menschen ziehen sich zurück. Und das ist eine Zeit, die auch sehr gefährlich ist. Und das ist die Hauptaufgabe, wenn Menschen bereit sind, auf andere zuzugehen, zu sagen, ich bin bei dir. Mhm. Ich trauere mit dir. Die Zeit bis zur Beerdigung, da sind viele da. Da wird man mit Beileidsbekundungen überschüttet. Aber dann die Zeit danach, nach der Beerdigung, das ist die Zeit, wo die Seelsorge, ein pastoraler Dienst, eine Trauerbegleitung beginnt und jemand sagt, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht. Hatten Sie so eine Phase, wo Sie niemanden sehen und sprechen wollten? Ja, schon. Also die ekligste Phase fand ich tatsächlich diese dritte. Also nach dem Schock und dem Begreifen dann diese dritte Phase, dass man denkt, einfach scheiße ist es, wie es ist. Also es war, man kann sich ja die Dinge auch nicht schön reden, aber sich Mut fassen. Aber es ist einfach eine schwere Zeit. Es macht nichts richtig Freude. Das, was mal war, das ist nicht mehr, das wird nie mehr. Man weiß schon, irgendwas wird irgendwann einmal anders, aber auf lange Sicht. Also die Phase fand ich schwer, aber ich war halt nie alleine. Also ich hatte auch immer Freunde, ich wurde auch immer weiter eingeladen. Aber ich merkte, dass es mir hilft, wenn ich in Situationen von mir wegschaue. Also ich bin nicht die Witwe, die verloren hat, die arme Frau mit den drei Kindern. Ich nehme ja auch die Nöte der anderen Menschen wahr. Mhm. Wenn ich mich völlig auf jemanden konzentrieren kann, der vielleicht ein ganz anderes Problem hat und der muss auch gar nicht wissen, was ich gerade hinter mir habe. Und das hat mich oft glücklich gemacht. Also jemandem ein Geschenk machen, Geschenk meiner Zuneigung oder meines Zuhörens. Und das hat mein Spektrum auch sehr erweitert. Aber die Phase, die fand ich jetzt rückblickend
richtig eklig und das fand ich auch lang. Also das waren bestimmt 2-3 Jahre. Und ja, und jeder weitere Todesfall, der hat einen dann so zurückgestupst. Mhm. Also auch wenn in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis dann noch jemand gestorben ist, zack, wieder zurück. Ja. Und man hat wieder Gefühle, die man ganz am Anfang hat und auf einmal sind die wieder da. Also das war eine schwierige Zeit. Sie haben wahrscheinlich dann auch gedacht, ich müsste schon weiter sein, oder? Das klingt ja da so ein bisschen mit. Ja, aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, ständig darüber zu reden. Ja. Also ich hatte ein paar Leute, die das ausgehalten haben und dafür war ich wahnsinnig dankbar. Dann hatte ich das Zielgespräch mit Gott und ich dachte, okay, jetzt ist eine Zeit des Weinens und des Trauerns. Das ist total, liegt an und das ist gut. Aber das hat jetzt nicht mein Leben geprägt. Also ich wollte auch, dass wir lachen, dass wir Feste feiern und fröhlich sind. Und das ging auch. Aber das war einfach eine sehr vielschichtige Zeit. Und ich war froh, also ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Bin ich wirklich. Jetzt nach 10 Jahren. Ja, aber das muss nicht so lange dauern, aber es kann. Das hätte ich mir aber nicht vorstellen können. Und schön ist es, wenn man Menschen um sich herum hat, so wie Sie es beschrieben haben, dass sie nicht allein waren. Da war die Kirchengemeinde, da waren Freunde, da waren Verwandte, dass da ein soziales Netz eben auch ist. Und das ist für die Außenstehenden die große Aufgabe, für jemanden, der nicht mehr auch die Kraft hat, sich um sich selber zu kümmern, so ein Netz zu schaffen, dass einfach jemand da ist, der einfach mal anruft, der vorbeigeht, der vielleicht mal was zu essen vorbeibringt. Mhm. Bei älteren Menschen oder alleinstehenden Menschen kann es eben auch passieren, dass diese Zeit, dieses Trauerjahr, von dem Sie gesprochen haben, und da ist es unabhängig, es kann, bei dem einen dauert es vielleicht 3-4 Monate und bei anderen dauert es mehrere Jahre, ehe dieser Verlust, ehe diese Wunde, die der Tod gerissen hat, diese Trennung, das verheilt, das ist unterschiedlich. Mhm. Aber es kann passieren, dass eben in dieser Zeit Menschen auch versterben, weil sie in der Trauer immer weiter in einen Strudel von negativen, unterdrückenden Rückzugsgefühlen hereingezogen werden. Da würde mich noch interessieren, Sie haben von dem Schneckenhaus gesprochen, in das sich Menschen zurückziehen. Kann man überhaupt Ratschläge geben? Wann soll man als Angehöriger oder als Freund an so ein Schneckenhaus klopfen? Soll man ihn lieber, die betroffene Person, dort belassen? Oder soll man ihn auch versuchen, dort rauszuholen? Das finde ich grausam, belassen. Also ich denke, rausholen kann man niemanden. Ja. Aber man soll nicht zusehen, dass jemand so emotional echt wie ein Hund leidet. Mhm. Ich finde es gut, wenn man reinkommt, und zwar aus dem Leben heraus. Und man kann auch als Trauernder, also man kann echt eine Zumutung sein. Weil wenn man nur auf sich guckt, auf den Schmerz, auf mein Schicksal, dann verblasst alles andere. Ja. Das ist eine Zumutung für den Familienkreis. Also es leiden alle. Aber ich finde, man sollte sich in dieser Zeit echt Gnade geben. Ob es jetzt ein Blumenstrauß ist oder ein Kärtchen oder so. Und man soll auch nicht sofort, wenn man klingelt, dann nicht mehr lächeln und ganz in diesem getragen. Also man soll normal bleiben. Und das bietet dem Trauernden, denke ich, auch die Möglichkeit, wieder ein bisschen am Leben teilzuhaben und rauszukommen und Hoffnung zu schöpfen. Aber man darf vom Trauernden nicht erwarten, dass er jetzt auch fröhlich ist. Ja. So. Ja. Aber anklopfen, finde ich. Also liebevoll geben, anklopfen, aber nichts erwarten. Ja, nicht? Ja. Und auch vor allen Dingen nicht erwarten, jetzt müsstest du doch langsam mal in Phase 4 sein. Nee, das ist ganz doof. Das Problem ist eben, dass Außenstehende sich zurückziehen mit der Frage, was kann ich denn sagen? Mhm. Was soll ich sagen? Mhm. Ich will das Gegenüber nicht verletzen. Welche Gefühle zeige ich? Welche sind angemessen? Und das Schlimmste ist da in dem Zusammenhang, sich zurückzuziehen, gar nicht auf den anderen zuzugehen, sondern einfach mal anklopfen, hallo, hier bin ich. Und es hat für mich auch, ist für mich die Frage der Menschenwürde, der Achtung und der Wertschätzung meines Gegenübers. Ich habe nicht das Recht, mein Gegenüber zu irgendetwas zu zwingen. Und dass ich meinem Gesprächspartner dann auch die Freiheit lasse, sich so zu verhalten, wie es macht. Wenn das Wein dran ist, dann ist das Wein dran. Und es kann genauso auch zu paradoxen Verhalten kommen. Dass ich Menschen erlebt habe, die wenige Stunden, nachdem ein Angehöriger verstorben war und ich dann einen Kondolenzbesuch machte, ich trauere nicht mehr, mir geht's gut. Ich habe meine Trauerarbeit abgeleistet. Und aber dass sie, das war eben in dem Moment für sie dran, um zu existieren. Und dann ist es eben dran, dass Menschen überhaupt kommen und sagen, hier bin ich, wollen wir nicht zusammen Kaffee trinken? Mhm.
Also die beste Vorsorge, denke ich, ist, dass man Freunde hat in guten Zeiten, mit denen man jetzt nicht nur feiert oder Golf spielt oder Reisen macht, sondern mit denen man Herzensgemeinschaft hat. Und wenn Trauern angesagt ist, dass man dann zusammen trauert. Also es kann ja jeden treffen und dem es heute gut geht, der kann morgen vom Schlag getroffen werden. Also es gibt so viele Möglichkeiten oder Gründe zu trauern. Es muss ja nicht jemand sterben. Es kann ja sein, dass jemand seine körperliche Unversehrtheit verliert oder auch Entscheidungen. Es gibt so viele Dinge, aber in unserer Gesellschaft ist kein Platz fürs Trauern. Und jede Reaktion ist angemessen, die von dem Trauernden im Moment gefühlt wird. Und wenn Lachen dran ist, ist auch Lachen dran. Ja. Das sagen Sie jetzt als Therapeut. Das sage ich als Pastor. Ja, das ist richtig, weil als normaler Mensch versteht man das nicht. Und dem ist man als Trauernder auch ausgesetzt. Mhm. Also wenn der einfach so eine Narrenfreiheit hat, eine Gnadenzeit für ein bisschen sehr länger, das fände ich, ich fand das gut, ich hatte es, aber ich merke, das brauchen Menschen, die das halt nicht so haben. Mhm. Weil viele, die vorher schon alleine waren, die sind dann halt noch alleine. Mhm. Und sich dann zu öffnen, das ist ganz schwer. Und ich glaube, je älter man wird, desto schwerer wird es dann auch. Und da ist die Umgebung gefragt, die den Menschen sieht. Und da hat die Gesellschaft, die Nachbarschaft, die Familie, auch eine gewisse Verantwortung. Ein Auftrag auch eigentlich. Auftrag, ne? Ja. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie in diese, oder haben Sie es überhaupt gemerkt, in diese Phase der Anpassung kommen? Also jetzt passe ich mich an diese die neue Phase, ne? Ja, diese vierte Phase. Ja, da habe ich gedacht, da wäre ich schon viel vorher drin. Ich habe mich jetzt angepasst. Aber so rückblickend denke ich mir, also das war so nach 4, 5 Jahren, aber ich habe ja wieder geheiratet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich 10 Jahre einen ganz schweren Weg gegangen bin, wobei der war schwer. Aber war die Hochzeit, also die zweite Hochzeit, dann war das der Abschluss dann des Trauerprozesses oder haben Sie immer noch getrauert? Ich habe gedacht eigentlich, okay, aber schon allein über die Kinder, also die Kinder haben gedacht, gut, die Mama hat jetzt einen neuen Mann, aber wir haben unseren Vater verloren. Also da brach für mich auch noch mal etwas auf, was wirklich getrauert hat. Und was ich so schräg fand, dieses Parallel, also dieses gute Gespräche führen, das ist echt wichtig, weil man kann manchmal so komische Dinge denken und fühlen und muss sich sortieren, um nicht irr zu werden oder so einen Schlag zu haben. Und ich habe mir gedacht, ich will so gerade bleiben. Also ich war dankbar, wenn man mir erklärt hat, das ist normal oder schau, das ist so. Ich war wieder neu verheiratet und habe das auch sehr genossen und musste aber trotzdem einige Dinge noch zu Ende bringen oder zu Ende trauern und zu Ende verabschieden. Und ich hatte jetzt erst nach 10 Jahren, also hatte ich erst mal das Gefühl, ich glaube, jetzt ist es rum. 10 Jahre hat es gedauert. Ja. Aber das, was Sie beschrieben haben, das zählt, kann man mit zu den Bewältigungsmöglichkeiten zählen, mit der Trauer umzugehen, auch eine neue Beziehung einzugehen und eben auch eine sexuelle Beziehung einzugehen. Es ist einfach Teil dessen, mit dem Verlust auch umzugehen. Ich bin alleine. Und was ist mit dem, wie Freud das ausgedrückt hat, mit dem libidinös besetzten Objekt, das verloren gegangen ist? Ich finde diese Bezeichnung zwar sehr kalt, weil von einem Menschen nur als Objekt zu reden, von einem geliebten Menschen, das halte ich für nicht so gut. Aber da ist eben ein Mensch gewesen, der meine gesamte Liebe bekommen hat. Wo gehe ich dann mit meiner Liebe hin? Man kann natürlich diese Liebe auf die Kinder auch geben. Oder auch in eine neue Beziehung. Ja, also das war jetzt nicht mein größtes Problem, weil ich habe überall ganz viel Liebe zu verschenken. Also auch in Kreativität, Gemeinde, Kinder sowieso. Aber ich fand das so blöd, dieses, oder ich finde es sehr schön, mit jemandem zusammenzugehören. Verheiratet zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das, ich habe mir gedacht, ich suche das nicht. Wenn Gott mir das schenkt, muss er mir das muss er mir das vor die Füße schmeißen. Natürlich, ich hatte auch Freunde. Und ich habe Gott mal gesagt, ich habe dann lieber, wenn ich keinen Mann habe, ich habe dann lieber 2, 3 Freunde, mit denen ich essen gehe, die mir erzählen, wie ein Mann denkt. Oder mal ein männliches Rasierwasser schnuppern. So. Man wird so dankbar für jede Kleinigkeit. Ich hatte das bei den Pfadfindern zum Beispiel. Da sind super tolle Männer. Und ich war so dankbar für jeden lieben Mann, der männlich ist in meinem Leben und für meine Kinder. Aber so einer für mich, da dachte ich mir, das muss Gott machen. Ich hätte es echt nicht gesucht. Ich habe mir gedacht, irgendwo ist vielleicht einer. Und wenn nicht,
ist das auch okay. Mhm. Und es muss und auch wieder Raum sein. Raum genau, für den ich hätte das mhm. vorher nicht ja. gekonnt. Ja. Mhm. Und das war ein Moment, wo ich merkte, ich kann mich drauf einlassen. Und es war echt nicht einfach. Mhm. Aber mein Mann, der war da sehr hartnäckig. Mhm. Und der wusste, was er wollte, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Ich habe manchmal gedacht, entweder ist er ein Held oder ist ein Narr. Aber bis jetzt war er sehr heldenhaft. Hat sich als Held entpuppt. Ja, ja. Ich bin sehr dankbar. Sie haben sehr oft Gott erwähnt, Sie sind sehr vernetzt mit Gott. Wie wichtig ist es, dass wir gerade für so einen Trauerprozess, für eine Bewältigung dieses Schocks, wie wichtig ist es, dass wir eine Vorstellung haben von dem, was nach dem Tod kommt? Also zunächst habe ich mit Gott ja überhaupt ein Gegenüber, mit dem ich sprechen kann. Hm. Nicht nur sprechen kann, dem ich auch meinen Ärger, meine Wut, warum stirbst du jetzt, warum lässt du mich hier vielleicht alleine, gegenüber ausdrücken kann. Und ich empfinde es als Gnade, meinen Glauben zu haben und in diesem Glauben auch einen Kommunikationspartner, der nicht nur eine Einbahnstraße für mich ist, sondern der auch, was Sie ja wunderbar beschrieben haben, der ja auch geantwortet hat, der da ist. Und gerade der Glaube im Hinblick auf das, was kommt dann, was geschieht dann, gibt uns Auskunft darüber, dass das Beste ja überhaupt erst noch kommt. Und dass wir uns nicht auf irgendein Jenseits vertrösten müssen, sondern dass es eine Möglichkeit gibt, den geliebten Menschen doch einmal wiederzusehen. Mhm. Das ist eine Unterstützung, eine Hilfe, aber es darf nicht dahin, auch der Glaube darf nicht dahin missbraucht werden, die Trauer zu deckeln. Mhm. So nach dem Motto, ich habe doch eine Hoffnung, ich darf jetzt nicht traurig sein, ich darf jetzt nicht weinen. Mhm. Auch das gehört dazu und ich bin an der Stelle froh, Pastor zu sein, der ich einfach auch mit einem wunderbaren Buch der Bibel zusammenarbeite. Und da gibt es so viele Beispiele, die Trauer in Worte fassen, bis dahin, dass Jesus Christus Gott selber geweint hat, traurig war, mit Gott verhandelt hat. Warum muss das sein? Warum geschieht das? Ja. Und das darf ich auch in Anspruch nehmen und diesen Weg auch gehen. Mhm. Wir haben über diese unterschiedlichen Phasen der Trauer gesprochen. Da interessiert mich, haben Sie Gott in diesen unterschiedlichen Phasen auch als ein unterschiedliches Gegenüber wahrgenommen? Ja, also die erste Phase, das war wirklich so, als wäre er mir gegenüber. Und schon allein deswegen war diese Zeit so kostbar. In dieser dritten Phase der Regression, da habe ich so gedacht, ach, wer weiß, vielleicht hast du mir schon genug geschenkt und mich glücklich genug gemacht und jetzt kommt nicht mehr so vieles. Also da habe ich manchmal gedacht, vielleicht habe ich schon genug gehabt, ich darf nicht mehr so viel erwarten. Mhm. Aber das ist Käse, das ist Quatsch. Schön. Weil Gott ist ein Gott der Überraschungen. Also wenn ich als Mutter schon für meine Kinder Geschenke vorbereite, aussuche, verstecke und auf den passenden Moment warte, um sie zu übergeben, dann wie viel mehr Gott, der gut ist. Mhm. Aber da musste ich schon immer wieder darum ringen. Das war die Phase, wo ich, ich glaube, ich war auch am unglücklichsten. Ja. Und da habe ich auch nicht gewusst, ob Gott mich noch mal so glücklich machen will. Wobei ich dachte, eigentlich ist es Käse, sowas zu denken. Aber ich habe es so gefühlt. Und jetzt, die letzte Zeit, merke ich, Gott ist immer gut. Also egal, ob wir leben oder sterben, egal, was passiert. Und ich denke heute sogar eigentlich, je größer der Mist und die Kacke, also je schlimmer die Dinge sind, desto mehr hat Gott irgendwas unglaublich Gutes für mich. Ich muss es nur entdecken und ich muss es aushalten. Aber etwas ist drin. Also für mich ist ganz tiefer Schmerz ist nicht widersprüchlich zu ganz tiefem Glück. Je mehr mich der Schmerz zerrissen hat, desto mehr habe ich Platz in mir, glücklich zu sein, dankbar zu sein und zu lieben. Und dafür allein finde ich, nicht hat es sich gelohnt, aber das ist eine Perspektive, die für mich alles verändert hat. Ja, die man sich auch in dem Moment so nicht wahrnehmen kann. Nee, ist nicht bewusst, aber heute denke ich das. Also für mich ist Ewigkeit auch nichts mehr das nach dem Sterben. Für mich ist Ewigkeit direkt nebendran. Also wir wissen nicht, wie lange wir leben. Es sind jetzt schon so viele gestorben und so plötzlich und so unpassend auch. Jeder Tag zählt. Und wie verbringe ich diesen Tag? Wie lebe ich ihn? Und ich weiß einfach, Gott schenkt mir die Tage. Die sind nicht alle toll, also gar nicht. Ich fühle mich auch nicht immer gut. Das Beste kommt noch. Und ich dachte jetzt so auf dem Weg hierher, dachte ich, vielleicht ist das Sterben der Höhepunkt unseres Lebens. Der Auftakt zum ganz großen Tollen, wo es dann keinen Kummer und keinen Schmerz mehr gibt. Aber das wir hier haben, ist eigentlich auch genial. Weil es ist richtig spannend, abenteuerlich und so viele Dinge. Und Gott, der mich liebt, ist trotzdem da, obwohl unsichtbar.
Ja, also das macht mich froh. Ja. Jeder trauert unterschiedlich, aber ich habe deutlich rausgehört, das Tabuisieren, das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, das ist schlimm. Also, aber das denkt von den Leuten, die ich jetzt kennenlerne, die meisten, ich bin alleine und mit wem kann ich reden oder fühle ich noch normal? Mhm. Und wenn dann jemand wie Sie so sagen könnte, es gibt diese Phasen, dann glaube ich, wäre das unglaublich wohltuend. Ich tue es halt in meinem Bereich, aber... Also an der Stelle von diesen, die möchte ich diese Phasen so ein Stück relativieren. Sie haben es gerade ausgedrückt, Herr Hock, jeder Mensch trauert unterschiedlich. Mhm. Und ich würde an der Stelle vielleicht von Gefühlen sprechen. Menschen machen unterschiedliche Gefühle, miterleben es unterschiedlich. Und diese Phasenmodelle sind gut und schön. Aber ich denke, in der Begleitung, wenn ich jemandem gegenüber bin, sollte ich dieses auch ganz schnell vergessen. Es sollte eher so einen Aha-Effekt haben für Menschen, die mit Trauernden zusammen sein wollen und sagen und dann erleben, ach, da gibt es etwas, da erleben Menschen Unterschiedliches. Aber solche Modelle verleiten auch immer sehr schnell dazu, einen solchen Prozess zu pädagogisieren und Menschen in Schubladen zu stellen und machen den Außenstehenden vielleicht auch ein Stückchen hilflos. Ja. Was kann ich denn da machen? Und stattdessen ist es viel wichtiger zu wissen, aha, da ist etwas, da passiert etwas, Menschen können das so und so erleben, aber auch ganz unterschiedlich, und das haben Sie ja auch ganz klar herausgestellt. Aber ich möchte mich davon lösen, weil ich ganz dem Menschen, für den Menschen gegenüber da sein möchte. Und da sind solche Modelle nur hinderlich letztlich. Frau Klug, Sie haben schon erzählt, wie sich Gott für Sie verändert hat in dieser Zeit, in diesen Phasen. Wie haben Sie sich selbst, wie hat sich Ihre Persönlichkeit verändert durch diese 10 Jahre, von denen Sie sprechen, Trauerprozess? Also ich denke, ich war schon anders früher. Also ich glaube, ich bin mutiger geworden. Ich hätte mir so vieles überhaupt nicht zugetraut. Ich bin dankbarer geworden. Ich glaube, ich bin auch glücklicher geworden und so leidensfähiger. Also ich weiß, mit Gott lässt sich ganz viel aushalten, ohne dass ich daran zerbreche. Und wenn es denn geschieht, dass ich zerbreche, dann sammelt Gott mich wieder auf, wieder mit einem neuen Format. Jo, ich hab Dinge entdeckt, die ich vorher nie gemacht habe. Ob es jetzt geschäftlich ist oder kreativ, künstlerisch. Und ich bin schamloser geworden, also im Umgang mit Menschen. Wenn ich merke, jemand ist in einer Situation, in der er etwas hören sollte, was ich ihm sagen könnte, da bin ich echt schamloser geworden, weil ich könnte ja morgen auch tot umfallen. Und ich habe ein paar Mal erlebt, auch gerade bei jüngeren Frauen, auch bei jüngeren Menschen, Man spricht oft sehr, sehr oberflächlich miteinander und einfach ein Liebeswort. Ein Liebeswort zur rechten Zeit. Ich bin auch weniger mäkelig geworden. Also ich sehe lieber 5 schöne Dinge als irgendwas hässlich. Ich glaube, ich bin auch gnädiger geworden, weil ich selbst so viel Gnade brauche. Also es hat mich sehr verändert. Und das ist nicht schlecht. Manchmal wäre ich gern früher schon so gewesen, aber das war anders. Aber das ist ja auch die Gnade, dass wir Zeit haben, uns langsam zu entwickeln. Und so viel Entwicklung und so viel Veränderung ist dran, wie dann in dem Moment nötig ist. Doch, wir machen eine Sendung über Trauer. Und ich freue mich so sehr, dass wir doch am Ende dieser Sendung so viel Licht sehen. Ja, und das haben wir natürlich vor allem Ihnen beiden zu verdanken, unseren Gästen. Vielen herzlichen Dank, Marion Klug und Gerhard Menn. Und vielen Dank Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten Sie auch heute wieder ein wenig ermutigen. Dankeschön, Bernd Hock. Danke, Doro. Und wir freuen uns darauf, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Eine neue Folge 2 weiter gibt es immer am 2. Donnerstag im Monat um 22:20 Uhr hier auf dem Hauptchannel. Machen Sie es gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.